Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Moin. Ja, was haben wir heute vor in unserem weihnachtlichen, wunderschönen Städtchen, Ländchen, wie auch immer? Städtchen ist ein bisschen übertrieben, oder? Ja, mal schauen, was es draus machen lässt, ne? Ja, wir müssten, glaube ich, langsam mal aufgrund der Vorkommnisse von letztens, irgendwie uns mal ein Dorf suchen, wa? Ein Dorf suchen. Ja. Das können wir gerne tun. Weil wir bräuchten ja irgendwie mal die Karotten. Karotten. Ja, für die verloren gegangenen Schweine, die jetzt hier in ihrem Löchern abwarten. Abwarten. Ja. Aha. Ach, habe ich ja noch. Ja, wegen mir. So, wie viele Kühe haben wir denn überhaupt noch? Eins, zwei, Also ich bin ausgerüstet, sag drei, ich mal. vier. Ja, ich muss gerade gucken, ob ich mir vielleicht noch was zu essen mache. 10 Ja. Steaks könnten mir reichen. Was, 10? Ich habe 10 Steaks, das sollte Ach, reichen. ich Ich habe nehme mir. 7. Ja, 7 dürften auch reichen, oder? Haben wir die noch irgendwo Betten übrig? Ach nee, die haben wir in unserer Hütte gelassen. Dann nehme ich mal Ja. 6 Wolle mit, ja. Und Holz. Stein. Was, nein? Stein, habe ich gesagt. Habe ich hier gehabt. Stein. Nee, Holz bräuchte man. Ja, das ist jetzt ganz neu, dass man jetzt Betten aus Stein machen kann. Ja. Ja. Nehmen wir mal das restliche Holz hier auch noch mit. ach da. So, jetzt muss ich das bloß mal schnell rausnehmen. Dann tue ich das hier rein. Ich mach das kurz. Jetzt nehme ich den schon mal raus. Tu hier Lehm rein. Braucht man Fackeln? Ich habe 48, ach, mach lieber welche. Ich habe 7. Aha. Das ist natürlich gar nicht so viel. Soll ich Kohle mitbringen? Ja, ich habe bloß Feuerstein. Ja. Bisschen Fred. Fred? Ist Ach okay. so, ja. Ah, ja, immer diese. Also, ich glaube, wir haben kaum noch Kohle hier in unseren. Können wir Ich auch hab dir mitbringen? letztens was gesagt. Ich sehe Oh. heute mal wieder keine Schilder. Du hast mir letztens was gesagt, Mutti. Ja, ich hab dich darauf hingewiesen, dass wir irgendwann noch in Kohlemangel kommen werden. Wow, irgendwann. Ja, und dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Ich bin so happy. Naja, wenn du es sein willst, wegen Kohle. Also so viel Fackeln werden wir eigentlich gar nicht brauchen, aber. Ja, aber sicher ist sicher. Ja, gut. Also ich hab alles. Ich will hier nie lange rumfackeln. Ich guck mir noch das. Ich weiß, was ich noch mitnehme. Damit wir wieder zurückfinden, werde ich mal unseren schicken Ein Kompass mitnehmen. Kompass. Ich guck aber, wie hell es ist, weil wenn wir jetzt erst bloß 5 Meter laufen können, dann. Huch, bringt mir das auch nichts. Wo kommt ein Kaktus hin? Ach so. Kaktus? Warum ist denn meine Hütte zugebaut? Weiß ich nicht, wieso du die zugebaut hast. Ich weiß es auch nicht. Ach, damit mir keiner was rausklaut. Das kann natürlich sein. Ja, was war der tiefere Sinn dahinter? Ja. Ach, na. Was denn? So, ich. Nee, jetzt war ich ja gerade so eine Mauer vor mir. Echt? Konnte das passieren? Ich verstehe es auch nicht. So, warte mal, jetzt muss ich. Scherben, wir haben Pilze, wir haben Feuerstein, wir haben. Wo kommen die Schleimbälle? Kommen bestimmt hier rein, genau. Die Knochen. Leder, 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 kam das zu Kämpfen? Leder. Ja. Leder ist bei Kämpfi drin, beziehungsweise Restlichen. Ne, jetzt ist bei Kämpfe drin. So, Nee, und gehört da. leider an Restlichen. Ja, da muss es umlagern. Wie spät haben wir es denn jetzt? Ja, kurz vorm Abend. Kurz vorm Abend. Ist Ach, ist das ungewohnt hier, schön. dass hier kein Zaun mehr ist. Oh. Aber da fällt mir gerade was ein. Ja. Ich hol dich ein. So. Einmal da und einmal da.
So, jetzt ist es richtig. Oh, ist das schön. Auf der anderen Seite hast du alle? Da müsste ich, ich hab sie noch alle, ne? Auf der anderen Seite. Ja, da hast du wirklich alle. Ich hab sie noch alle. Ach, hier war der Tunnel. Bum, 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 bum. Ich war hier. So, ich glaube, wir hatten unten in der... In unserer Mine hatten wir, glaube ich, auch noch Kohle. Da bist du. In unserer Mine unten? Ja, ja, ich glaube. Gut, wir werden ja sehen, was wir unterwegs noch finden. Ja, da könnte man ja auch gleich Kohle abbauen. Eben. Das ist das eine schöne Landschaft. Ah, ist das toll. Ja, ein bisschen lerner. Wir müssen Bäume pflanzen. Bäume auf jeden Fall. Und ich habe da noch eine ganz andere Idee. Hier ist so ein bisschen Scheiße. Schaum. Ach, das wird so toll. Und das das hörst du immer. Du wirst nichts dagegen tun können. So, was wollte ich wollte mir jetzt noch eine Schaufel basteln. Genau, und dann können wir eigentlich schon fast pennen gehen wahrscheinlich. Ja, so lange brauche ich nicht zum Schaufel basteln. Ja, trotzdem ist es gleich abends. Wird gleich dunkel. Manchmal. Schön hier. Huch. Was war denn das? Hast du einfach so Damage gekriegt? Ja. So, warte mal, ich brauche ein T-Shirt. Au. T-Shirt. Also eine Rüstung für Oberkörper. Das war die Frage, wie man den macht. Wie ein Hemd. Ah, naja, so sieht nicht wirklich ein Hemd aus, aber... Oh doch. Oh nein. Ich werde mir sicherheitshalber noch einen Helm machen. Weil meiner ist gleich kaputt. Warum auch immer. So, jetzt kommt das wieder hier rein. Ah, hier war auch noch ein Helm. Ach, es wird ja dunkel, na, so ein Zufall. Ja, ich habe aber mehr gemacht als nur zwei Schaufeln. Bla 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 bla. So. Und ich liege. Ach. Ab in die Haie. Hab ich. Hast auch eine Kerze in an, ist das schön. Ja, so schlafe ich auch immer in Realität. Aha. Gut. Also, ja. Auf geht's. So. Hier raus? Oh, ich sehe nicht, ich sehe nicht. Gut. So. Ich würde sagen. Schöner Turm hast du. Wir gehen da lang. Da lang. Oder? Puh, können wir machen. Würde ich auch sagen. Ich bin da offen. Ah ja. Ja. Ich bin für jede Richtung offen. Also in Himmelsrichtung. Ja, ja. Ja. Wir probieren unser Glück. Ich würde sagen, wir gehen einfach immer Richtung Norden. Richtung Norden? Norden wird's aber kühl. Egal. Hieß es eh frostig. Stimmt. Und wo bist du? Ach, hier. Ich bin hier. Na dann. Ach, hier waren wir schon mal. Echt? Ich hab mich gerade gewundert, ja. Aha. Oder ich war hier vielleicht schon wegen Kohle. Dienst war hier, ja, Wolle steht. Da war ich bestimmt wegen Minenabbauen, genau. Wegen Minenabbauen, das denke ich auch. Wegen Lehm. Lehm. Lehm, wie viel Lehm haben wir eigentlich? Also, mir fehlen jetzt noch 29. Hast du durchgezählt, wie viele Treppen du brauchst, oder was? Nö, mir fehlen aber 29 Lehm, dann kann ich nochmal ein paar Stufen draus basteln. Ich habe aber Lehm in die Kiste wieder getan, ne? Ach so. Kommst du eigentlich, oder? Ich bin hinter dir. Gut. Weil nie, dass ich dann wieder ewig auf dich warten muss. Ja, wie fast immer. So, wo geht's denn jetzt eigentlich hier hin? Oh, ist das schön hier. Och, ein schwebender Baum. Ist der hübsch. Aber eigentlich... Gibt's ja öfters. Kann man ja mal ein bisschen Holz mitnehmen, wa? Siehst du, ich hab grad keinen Arzt mit. Ja, ich baue nie allzu viel ab. Ach, da drüben ist ein Schunnel. Hast du Dreck mit? Ich hab Dreck mit. Das ist gut für unsere Hütte, ich hab Betten mit. Ja, das war ja dir auch deine Aufgabe. Ja,
Ja. So, ich hoffe, du bist noch hinter mir. Fast. Ich bin so fast hinter dir, neben dir, jetzt neben dir. Oh, da ist ein Dschungel. Ja, das hab ich gerade gesagt. Kann ich mich nicht dran erinnern? Wo bist du da? Warum sind denn die Innenbäume so weiß? Ich habe noch nie einen eingeeisten Dschungel gesehen. Ist das toll. Das machen nur wir möglich. Aber oh, die Seerosenblätter sind aber auch hübsch. Und hier ist Lehm. Das ist aber schön. Ja. Willst du Lehm mitnehmen? Ich baue den gerade ab. Gut, dann machen wir hier. Wir kommen hier eh nie wieder hin. Och doch. Bestimmt. Wir probieren's. Ach, ist ja wieder ganz wenig Lehm hier. Oh. Naja, untergehen möchte ich ja jetzt nie so hier. Weil dann... Ja. Was meckerst du denn jetzt schon wieder rum? Einfach hier vor mich stellen. Du hast dich hinter mich gestellt. Das war das Problem. Bla, 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 bla. Immer dasselbe mit dir. Immer in den Mittelpunkt drängen. Ja. Das muss so sein. So. Ach, das ist ja... Das kannst du mitnehmen. Hier ist ein Hund. Hier sind zwei Hühner. Oh, ich bin im Luftloch gelandet. Oh, cool. Hihihi. Hier könnte man in eine kleine... Hihi. Ey, wieso schlägst du mich? Weil du mich gestorben hast. Hier hackst. Kann doch nicht für deine Blödheit. Sag mal, hier könnte uns eigentlich auch nicht passieren, oder? Nö, hier könnte man die Nacht bleiben. Nette kleine Unterkunft. Das ist ja auch ein kleiner Bug, oder? Dass hier kein Wasser reinkommt. Nö. Das Wasser fließt einfach nur nach unten, würde ich sagen. Und damit so. Müsste es ja auch hier reinfließen. Die Größe sollte da reichen, oder? Boah. Jetzt hast du hier ein Loch. Oh. Na, du hast angefangen. Ja, ich würde sagen... Brauchen wir hier eine Tür? Nö, ne? Nö. So, ist hier noch Lehm? Oder hast du jetzt alles abgebaut? Ich habe hier in der Nähe Lehm gesehen und es war... Ach, hier drüben? Ja, einfach mal rüber gehen. Setz hier mal eine Fackel hin, damit wir wissen, wo wir hin müssen. Ja, damit du dich nie verläufst. Ja. Passiert mir ja laufend. Eben. Ah, aber ich stehe wenigstens dazu. Ja, eher drauf. Ja. Wo stehe ich drauf? Bist du verlaufen? Ja. Oh ja. Das finde ich so toll. Schön. Darum gehe ich ja auch so öfters mal mich einfach irgendwo hin. Genau, ich setze dich immer irgendwo aus, du fragst mich ja ständig, denn ich komm, mach mir eine Augenbinde um schnell und dann fahre ich ganz schnell irgendwo hin. Ne, damit ich mich schön verlaufen kann. Genau, und meistens setze ich dich bloß um die Ecke ab von deiner Wohnung und trotzdem verlaufe ich mich. Ah, jetzt weiß ich es ja, scheiße. Ja, meistens, ich sag ja nie immer. Also bleibt es ja immer noch eine Überraschung. Stimmt. Innemer habe ich dich halt 100 Kilometer weit weggesetzt, aber hast du dann die Hem gefunden und dann hast ja, ich bin als Dauert mich hier rausgeschrien, da hat auch keiner reagiert. Das weißt du noch? Ja klar, das, als wäre es gestern gewesen. Ah, ich habe gedacht, das hast du vergessen. Nee. Ah. Man vergisst solche schrecklichen Ereignisse nicht. Also schrecklich war das nicht. Das übertreibst du jetzt. Doch, ich fand das ganz schrecklich. Schrecklich. Ich fand das eigentlich ganz gut. Also ich hatte ein bisschen Angst, aber ansonsten... Naja, Angst ist menschlich. So, ich habe keine Schaufel mehr. Ja, darum habe ich mir eine neue gemacht. Wo bist du eigentlich? Ach dort. Hier bei mir ist noch ein bisschen Lehm. Ja, hier auch. Naja, das machst du schon. Ja, ich bin das ja gewohnt, Lehm abzubauen. Oh, das geht ja richtig schnell, wenn man es ohne Schaufel macht. Wow. Das ist ja Wahnsinn. Na gut, das bisschen schaffst du noch. Dann haben wir erstmal wieder genug Lehm. Ja, mehr oder weniger. Ja, ich schon. Für Blumentöpfe wird es nie reichen. Wenn ich jetzt wüsste, wo die Fackel ist. Ach, dort müsste es sein. Ja, ich hab's ja, ich weiß auch nicht mehr, wo das war. Ich schwimme mal hier rüber. Ich glaube, das war hier. Ja, da ist sie. Hast du natürlich super platziert hinterm Baum. Damit das man kommt einfach nicht auf den sieht. Blickwinkel an, ja. Acht Blickwinkel. Auf die acht Blickwinkel der Menschheit. Den Film haben wir doch gesehen, oder?
Ach, ja, Blinkwinkel. Ach, stimmt, ja, das war ja der Film.